Hast frische Buchsen, hoffe ich. Bisher kam ich klar. Der Troll ist ein bisschen stressig. Macht ein bisschen Stress. Ansonsten geht's. So viele Jumpscares und so weiter gab es noch nicht. Wir haben einen Text gefunden. Der Nix. Geschichte der Dorfbewohner. Es heißt, ein Nixl lauert in den Gewässern in der Nähe. Kann nicht behaupten, dass ich solche Märchen von letzter Nacht Glauben geschenkt habe. Hab ein kleines grasbedecktes Buckel im Wasser gesehen. Die See ist für gewöhnlich spiegelglatt, also habe ich die Augen gerieben und nochmal hingesehen. Und ich schwöre bei den Göttern, dass ich ein paar Augen gesehen habe, die mich aus dem Gewürm angestarrt haben. Na, sehr schön. Das heißt, da kommt gleich das nächste Monster. Den Troll haben wir jetzt vielleicht überstanden, aber gleich das nächste Monster. Ich habe geblinzelt, aber dann war der Buckel mit einem Plätschern verschwunden. Ich bin erschaudert und habe mich wieder meiner Arbeit zugewandt. Aber dann habe ich einen Blubbern im Wasser direkt beim Ufer gehört und einen Klumpen unkrautigen Ranken. Tropfend von Matsch kam tastend aus dem See gekrochen. Ich bin zu meiner Hütte gerannt und habe währenddessen vor mich hingebrabbelt und mich gefragt, welche grauenhafte Kreatur an diesen rankenden Fingern dranhängen mag. Es heißt, man kann ein Nix loswerden, wenn man seinen Namen ausspricht. Der Gedanke daran, dass etwas einer solchen Kreatur einen Namen geben könnte, ist genug, um mich in den Wahnsinn zu treiben. Wir müssen seinen Namen rausfinden. Reicht es nur einfach nichts sagen? Das ist, ist wahrscheinlich nicht der richtige Name. Okay, sein Namen. Großer Nix, gib uns ein Zeichen. Jerry Tyson. Sprich zu uns. Ach du Schreck. Die Insel. Wir sind hier nicht in Phasmophobia. Seinen Namen aussprechen. John Taylor, gib uns ein Zeichen. Okay, ich würde dann mal darüber gehen. Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht zurück zum Troll. Ach du Schreck. Dreh dich nicht um, dreh dich nicht um, dreh dich nicht um. Ich dreh mich um. Okay. Ich hoffe, es gab hier irgendwo einen Safe Point. Sehr schön. Safe Point, bitte. Es hat eine Weile gedauert, bis ich überhaupt hier. Eichhörnchenreflektor. Nehmen wir mit. Okay, und weiter geht die Reise. Es hat ja schon ganz welchen gedauert, wie ich mich hier verirrt habe, im Wald mit dem Troll zurückgekommen. Da bin ich doch jetzt ganz froh, dass ich dem Troll jetzt erstmal gekommen bin. Ich weiß gar nicht, ob der nochmal wiederkommt. Erstmal auf dem Pfad bleiben hier. Immer schön im Wasser entlang. Ein Safe Point.
Etwas im Wasser. Das Wasser, das Wasser, etwas im Wasser. Ich fürchte, da wird noch was auf uns zukommen. Wir haben auch nochmal den Warnungsstein Turswick. Okay, ein Haus. Hat mal jemand gewohnt? Gehen wir mal hier hinein. Okay. Abholen. Ein Keil. Brüder, ich fand eine Tote, einen Keil. Das Klan und die Prinzessin. Okay. Nehmen wir mit. Wir haben einen Keil. So, wir treiben ihn nicht irgendwo dazwischen. Den Keil. Scheinen mehrere Häuser zu sein. Oh, ich höre schon Stimmen. Jemand zu Hause? Hey, hallo, jemand zu Hause. Ich brauche Hilfe. Okay. Ein Text. Ich werde auf dich warten. Herbart ist heute Nacht nicht von seiner Jagd zurückgekehrt. So verfluchte Troll hat ihn geholt. Ich weiß es. Oh, Herbart hat sich immer die Höhle dieser scheußlichen Kreatur geschlichen, um Knochen abzunagen und verfaulte Felle zu stehlen. Was hat er gemacht? Hat oft gesagt, der Troll wäre zu langsam und zu dumm, um ihn zu kriegen. Aber er kehrt selten so spät zurück. Und jetzt sitz ich hier hungrig und verlassen und frage mich, woher meine nächste Mahlzeit kommen wird. Habart, du Narr! Okay. Stimmen waren scheinbar nur Illusionen, die wir haben. Ich ging nicht davon aus, dass sie echt Leute sind. Nicht, dass wir hier wäre zu schön, wenn wir hier wirklich Stimmen von Menschen wären. Nur noch was lesen. Hello? Liebe Ingrid, Notizen. Ingrid, hast du einen Job für mich? Ingrid, mein Schatz, ich habe was Furchtbares getan und Schande über dich und mich gebracht. Ich wollte um dich kämpfen und dafür sorgen, dass du sicher bist. Ich weiß, dass du was, das war eine törichte Idee und dein Vater hat sie als solche gesehen. Wollte losziehen, um zu verhindern, dass der alte Erik kommt und dich holt. Aber dein... Ach, Erik heißt also der Typ im Wasser. Das Wassermonster. Müssen wir uns vielleicht merken. Vielleicht ist das wirklich der Name von ihm. Aber dein Papa hat versucht, mich aufzuhalten. Ich habe ihn aufgeschlitzt. Ich habe ihm die Kehle aufgeschlitzt und er ist verblutet. Ich kann nicht zusehen, wie Erik dich mitnimmt. Und ist Erik der Entführer meines Kindes? Das könnte auch sein. Dann wissen wir nicht, wer Erik ist. Finden wir vielleicht noch raus.
merken wir uns vielleicht erstmal. Ich kann's nicht. Ich weiß, dass du und die Götter mir niemals vergeben werden. Aber ich gehe fort. Hab keine Angst, mein süßes Kind. Ich suche bloß nach mir. Und such bloß nicht nach mir. Vielleicht setzen auch wir schon bald unsere Segel und werden mit deinem Vater auf den nebligen Ozean vereint. In Liebe, deine Mutter. They were here. I heard them. This paper is so old. Okay. Nicht das schlechteste Haus, was ich heute gesehen habe. Da sind noch mehr Häuser. Ein Holzunterstand. Da waren wir, glaube ich, schon drin in dem Haus. Ich bin hier noch richtig, wenn ich hier hinausgehe. Ich laufe nicht wieder zurück. Die Gefahr besteht natürlich immer, dass ich einfach wieder zurücklaufe. Aber das sieht gut aus. Kirchturm Wasser. Ist das Erik? Oh! Ein Ladebalken. Hier wird etwas geladen. Okay. Wo sind wir hin? Hier geht es weiter. Zurück zum Troll oder was? Gehen sollten. And right then I could almost understand why Espen's father did what he did. Jetzt sollten wir am besten unten bleiben. Okay. Ich gehe hier erstmal hoch. Hier ist eine Hängebrücke. Das ist normalerweise ein gutes Zeichen. Man auf dem richtigen Weg ist. Oh nein, kommt der Herr Treu wieder. Ach du Schreck, ja, ist er. Der Troll. Sneak. Kriegt er uns nicht mit. Nein, ich bin gar nicht da. In einem der Texte wurde geschrieben, dass er zu langsam ist. Jetzt sollten wir mal wegrennen. Aber mir war er vorhin viel zu schnell. Geh mal hinein in die Trollhöhle. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, in die Trollhöhle hineinzugehen. Aber okay.
kann man in der Trollhöhle noch ein paar Hinweise finden. Kriegt uns nicht mit. Da ist er. Oh großer Gott, nein. Er kommt. Sneaky. Um die Ecke. Muss nicht erwischen. Oh Gott. Spannend ist das hier. Da drüben ist ein Licht. Den wird mal schleichen hier. Weg hier. Im Zweifel einfach rennen. Aber wohin? Ach du großer Gott. Okay, wir sind ja scheinbar noch sicher. Noch richtig. Okay. Hier ist ein Dorf. Ich bin hier nicht. Sind wir zurück in dem Wikingerdorf, wo wir waren? Ist das ein neues? Sind wir in Sicherheit? Kommt der Troll nicht ins Dorf rein? Oder? Oh, Schreck. Musik wird wieder dürflicher. Wir sind ja ein Stückchen vorangekommen. Okay, die Tür ist verrammelt. Ich habe jetzt nicht wirklich Schiss, ein bisschen schon, aber was bei mir wirklich seltsam ist, bei mir wird bei Horrorspielen, also wenn ich wirklich Angst habe, also wenn sowas mir wird eher übel, also mir ist seit einer Weile schon so ein bisschen übel, so ein bisschen flau im Magen, das ist ein bisschen. Das ist bei mir eher ein Effekt. Door. I need to find my son. FBI, open the door.